Training und Ernährung funktioniert am Anfang im Prinzip genau gleich. Wer zum ersten Mal ins Gym geht, der weiß auch nicht, was für Training brauche ich und wie viel Training brauche ich. Und so sieht es bei der Ernährung genau gleich aus. Also geht es auch bei der Ernährung erstmal darum zu wissen, wie viel brauche ich denn überhaupt? Also Quantität erstmal als ersten Punkt. Am wichtigsten sind Kalorien. Zweitwichtigsten Protein. Wie viel Kalorien brauche ich, wie viel Protein brauche ich? Man muss also erstmal ein Gefühl dafür entwickeln. Was sind eigentlich die Kalorien, die ich brauche? Und wie viel sind denn zum Beispiel 150 Gramm Protein? Und es geht über Jahre manchmal. Ich kann dir einen Plan machen, wo das genau für dich ausgerechnet ist. Aber die Frage ist eben, wie flexibel willst du in deinem Leben sein? Auf der einen Seite gibt es halt, ich komme zu meiner eigenen Hochzeit und bringe meine Tupper-Schüsseln mit. Und auf der anderen Seite, ich esse einfach alles und überall das, was es da gibt. Du musst dir bewusst werden, dass das, was du jetzt gerade tust mit deiner Ernährung, dass du das ja ein Leben lang versuchst durchzuziehen. Das heißt, je mehr dir eingetrichtert wird und desto weniger du selber überlegst, desto weniger lernst du auch darüber. Und genau darum geht's. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Plan machen sollte und du befolgst deinen Plan, nachdenken, überlegen, okay, wie kann ich das im Nachhinein umsetzen? Zweite Möglichkeit, lade dir mal Fitnesspal runter, kostenlos, kann jeder machen, trag deine Ernährung ein und entwickelst so ein Gefühl über deine Ernährung. Learning by doing. Am Ende geht es darum, eine Methode zu entwickeln, die für dich funktioniert. Wie die aussieht, kann völlig egal sein. Ich esse zum Beispiel morgens relativ wenig, aber frequent über den Tag hinweg und am Abend ist eine große Mahlzeit. Aber das muss jeder für sich selber rausfinden. Mein Tipp ist immer, versuch ganz viele verschiedene Dinge aus. Ich weiß nicht, wie dein Tag genau aussieht. Was für Vorlieben hast du? Isst du gerne viel? Isst du gerne frequent? Deswegen, probier alles mal aus und guck dann, was für dich passt. Genau wie im Training ist es auch bei der Ernährung harte Arbeit. Man lernt es über Jahre hinweg. Und entweder man macht's und dann funktioniert es irgendwann, oder man macht's halt nicht, dann funktioniert es halt nie. Nicht die Diät ist schuld, auch nicht irgendjemand anderes ist schuld. Irgendwas funktioniert auf jeden Fall für dich. Du musst nur rausfinden, was, und das ist harte Arbeit. Es geht über Monate oder Jahre. Aber wenn du mal da bist, hält dich keiner mehr auf. Viel Spaß.